Hi Leute und willkommen zu einem neuen Teil Fallout 4. Let's Build. Man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Nach, keine Ahnung, 2 Jahren wahrscheinlich, oder wenn es reicht, kehren wir zurück in unsere Vault, die wir über so viele Stunden hinweg mit Geistern bestückt haben, die nun irgendwie an Scharnier und Türen rumspielen aus unerfindlichen Gründen. Großartig. Ja, PS5 ist draußen und meine Hoffnungen wurden zumindest teilweise erfüllt. Hey, es ist wirklich mehr, als ich gehofft habe. Es ist nicht das Optimum, aber es ist mehr, als ich mir erhofft habe. PlayStation 5 ist quasi fast zu 100% vollkommen abwärtskompatibel zur PlayStation 4. Alle PlayStation 4-Spiele funktionieren ohne Probleme. Wo ist unser Wächter hier, der das eigentlich alles bewachen soll? Wer weiß, ist auch nicht so wichtig. Fallout 4 läuft mit allen Mods, mit allen Safe Games und es läuft viel flüssiger, viel smoother. Ich weiß nicht, ob das im Video so gut rüberkommt, aber in Real Life hier bei mir auf dem Fernseher und das in meiner überfüllten Vault, unglaublich. Und ich habe es jetzt ein bisschen getestet. Es läuft stabiler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie stabil es tatsächlich läuft. Und es könnte sein, dass uns Abstürze und andere Probleme erwarten. Denn ich habe trotz PlayStation 5, immer wieder Probleme, Safe Games zu laden. Immer wieder Probleme, meine total überfüllten Locations zu betreten. Also wir werden in Kauf nehmen müssen, dass das Spiel trotzdem ab und zu abstürzt. Ich werde sehr viel auf verschiedenen Spielständen und an verschiedenen Orten in der Vault speichern. Ich werde teilweise echt extra Orte aufsuchen, um dort ein Savegame zu erstellen, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe. Weil leider, ja, ist es immer noch fragil, das Ganze. Aber wie gesagt, viel besser. Viel, viel besser als auf der PlayStation 4. Kein Vergleich. Auf der PS4 konnten wir die Vault ja nicht mal betreten. Ja, genau. Die Patreons haben abgestimmt. Fallout 4 Let's Build in der Vault ist definitiv der Favorit. Da hat Cyberpunk und Witcher 3 haben da keine Chance dagegen. Jetzt habe ich es quasi so gemacht, haben wir uns quasi so geeinigt, dass die alte Wahl und die neue Wahl koexistieren. Das heißt, wir machen wöchentlich jetzt eine extra lange Folge Let's Build und eine extra lange Folge Witcher 3. Gefolgt von Cyberpunk, wenn es dann doch mal irgendwann erscheint. Genau. Aber eine Sache vorweg. Ich habe jetzt sehr, 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 sehr viel Zeit. Genau genommen, ich kann es euch genau sagen, 5 Stunden. Heiliger Bimbam. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. What? 5 Stunden habe ich jetzt dran rumgebastelt, dass ich die Mods quasi aussortiere, mir nützliche Mods suche, die Ladereihenfolge wirklich immer, immer wieder verändere und teste und sortiere und so weiter. Immer wieder neu laden, immer wieder ins Hauptmenü, immer wieder auch Abstürze in Kauf nehmen und habe jetzt aber eine Mod-Reihenfolge hingekriegt, die einigermaßen funktioniert. Ich musste viel rauswerfen, das ich gerne behalten hätte, aber, und das ist die Hauptsache, jetzt funktionieren, und das war immer ein großes Problem, jetzt funktionieren nämlich USO, also Unlock Settlement Objects, ihr könnt euch vielleicht erinnern, der absolut crazy Mod, der unglaublich viel Möbel und Teile auch für die PS4-Version hinzufügt. Im Grunde alles, was in Fallout 4 irgendwo existiert, existiert jetzt auch in diesem Mod, also als baubares Objekt. So viele Toiletten zum Beispiel. Oder eben auch, Toiletten sind so eine blöde, hier guck, Sofas. Es gibt extra, jetzt weiß so viele sind, hat der das neu sortiert in Unterkategorien. Couchen und modulare Couchen und Stühle und so weiter. Und es gibt jetzt einfach hier eine riesige Auswahl, aber den Mod kennen wir ja schon. Der wurde seitdem bestimmt wieder ein bisschen weiter abgedatet. Ich glaube, da sind neue Möbel drin.
Aber der funktioniert jetzt eben gleichzeitig mit OCD, mit OC Decorator. Und das ist sehr gut, dass die beiden jetzt parallel funktionieren. Da habe ich lange dran gearbeitet, aber das ist großartig, weil OC Decorator ermöglicht uns jetzt wirklich, unsere Vault einfach schön zu dekorieren und sinnvoll zu dekorieren, und zwar mit festen Objekten, die nicht einfach so verschoben werden können. Ich kann jetzt quasi alle Objekte, die es im Spiel gibt, alle eigentlich beweglichen Objekte in mein Inventar aufnehmen und dann über OC Decorator quasi wieder platzieren. Und dann, ich kann es euch mal schnell vorführen, machen wir hier mal eine Kamera hin. So, das ist eigentlich ein, ne, Objekt, das kann man auf den Boden legen, das hat eine Physik, das schmeißen NPCs runter, das glitscht durch den Boden durch. Die Kamera jetzt nicht mehr. Die ist kein physikalisches Objekt mehr, sondern ein festes Objekt. Und das ermöglicht natürlich ganz neue Dekorationsmöglichkeiten, die man ansonsten nicht hat. Denn ansonsten, man kennt das, ne? Alles fällt durch den Boden durch, alles fällt durch Tische. Manchmal glitschen NPCs einfach mal durch irgendwelche schön dekorierten Tische und bam, zerstreuen all die physikalischen Objekte im Raum. Das ist nun vorbei. Regale einräumen ist mit OC Decorator immer noch schwierig. Aber da kann der Mod nichts dafür. Das ist die Engine des Spiels. Naja, gut. Auf jeden Fall, weil ich so lange gebraucht habe, um das jetzt hinzukriegen, machen wir heute jetzt nur eine und auch nicht ganz so lange Folge für diese Woche mit Fallout 4 Let's Build. Aber keine Sorge, ab jetzt können wir das wieder wöchentlich weitermachen. Aber das hat jetzt wirklich so viel Zeit gekostet, dass ich brauche auch mal Feierabend irgendwann. Deswegen machen wir heute wirklich nur eine Folge statt zwei. Eine Patreon-Special-Folge und vielleicht auch ein bisschen kürzer. Und ich würde sagen, da das jetzt so lange her ist, schauen wir uns jetzt mal die Vault an. Weil ich kann mich selber nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass die Vault im Grunde aus Hunderten von Baustellen besteht und ungefähr zwei kleinen Räumen, wo ich sage, ja, okay, die sind fertig, einigermaßen. Insofern gibt es da potenziell viel zu tun. Und ich muss mich erstmal wieder umschauen, um zu sehen, was genau gibt es eigentlich zu tun, was will ich machen und was können wir machen. So ein bisschen Ideen sammeln. Und vielleicht ist ja heute auch der ein oder andere dabei, der die alten Let's Builds nicht gesehen hat und somit vielleicht auch die World noch gar nicht so kennt wie wir. Oder ich oder ihr oder wer auch immer sie kennt. Deswegen fangen wir an hier im Eingangsbereich, wo es gleich mal ins Atrium geht. Mit dem verbuggtesten Aufzug aller Zeiten. Es ist lustig. Es ist lustig und nervig. Dieser Aufzug ist so kaputt. Und das ist einfach, das wurde nie gepatcht von Bethesda. Die haben hier habt ihr einen Aufzug und passt schon, bam. Aber die haben den nie repariert, weil die Knöpfe, die eigentlich hier sein sollten, über die man zu den Etagen 1, 2 und 3 fahren kann, die sind wahrscheinlich da oben irgendwo. Weil ab und zu fahren die halt einfach nicht mit. Oder sind irgendwo unten im Keller. Weil ab und zu fahren die nicht mit und bleiben dann da, wo sie vorher waren. Und dann fährt der Aufzug doch wieder und dann fahren die irgendwo oben durch die Decke. Auf jeden Fall ist jetzt hier der Aufzug, aber es gibt keine Knöpfe. Das heißt, der Aufzug ist im Grunde nicht mehr zu benutzen und ich kann ihn auch nicht mehr reparieren. Ich kann es noch so oft neu laden. Der Aufzug ist einfach nur noch Dekoration. Aber ja, das ist nicht mal ein Mod. Das ist Bethesda-Qualität. Hast du Zeit zum Reden? Super. So, hier Strong steht sie, wollen die besser Gang. Ihr seid verstehen. schuld, Leute. Was Ihr würde ich dir alle. für einen Jeder von euch. ordentlichen Wer bist du Drink denn? geben? Ach so, du bist Hey, Siedler. wie geht es Na gut. dir? Ich Ihr glaube, alle ich will seid nie wieder schuld. an die Du bist Oberfläche auch Siedler? Ich aufsehen. dachte jetzt kurz, du bist Piper. Du siehst Piper Du sehr hast ähnlich, mich in Siedler. Vault Aber ich habe 114 Piper auch schon lange gefunden. nicht mehr Gibt gesehen. es echt mehr als 100 dieser Hey, Dinge? wenn du was Redet brauchst, doch dann bin nicht alle dabei. Du durcheinander. guter Kämpfer. Strong, immer Naja, voll. ich glaube, die Ich freue hier mich auf die sind nächste alle Mission. mitschuld, Hätte nie gedacht, dass du dass mir deine die Heiden loserzählen Vault kaum noch betretbar Das war war oder auf der nicht PS4 befestigen. nicht mehr betretbar Sieht war. irgendwie nicht Ich so meine, aus. natürlich bin ich Das ganze schuld, weil ich Rumgelaufen wollte macht halt mich alle meine müde. Begleiter schön sortiert hier in der Vault haben, Wir sollten aber uns neue ich will halt Missionen auch alle verschaffen. meine Begleiter und Davon kann wichtigen man genug NPCs haben. und so hier in der Vault haben. Ehrlich gesagt habe ich mir vorgestellt, dass die Vault dadurch ein bisschen lebendiger Viel wird, laufen aber das und gibt die wollen KI mehr aus dem Spiel nicht her. kämpfen. Du zeigst aufs Ziel Ich muss mal und ich die. kann Ich mache die mal ein zurückhalten. bisschen leiser. Das ist, glaube ich, ganz schön verwirrend, wenn wir dauernd ineinander reden. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich dachte, dadurch wird die Vault belebt und überall sind NPCs und gehen rum und interagieren und es wird so schön, habe ich mir gedacht. Und in Wirklichkeit stehen halt jetzt alle irgendwie dauernd hier in diesem Atrium in einem Bulk und reden sinnloses Zeug.
Naja, so ist das eben. Bleiben wir mal schnell im Atrium. Schauen wir uns mal hier kurz um. Ein Raum, in dem ich wirklich schon relativ viel gemacht habe. Hier ist das nicht schön. Das gefällt mir immer noch, dass wir hier die Bilder haben. Das hat doch, das hat was, ne? Der Klaus-Peter. Gut, sieht er aus. Okay, gehen wir mal hier in die Kantine. In dem Raum habe ich wirklich viel rumgebaut und viel optimiert und verändert. Ja, benutze eine Maschine, Animationen, Lebendigkeit. Ist das nicht nice? Wer bist du denn? Anne Hargraves. Kann mich nicht mehr erinnern. Nein, jetzt lass mich in Ruhe, wir ziehen nicht los. Wenn ich jetzt rausgehe, kann ich die Vault möglicherweise nie wieder betreten. Ah ja, guckt, hier ist es gerade passiert. Ich bin gegen das Cafeteria-Tablett gestoßen. Das Cafeteria-Tablett ist runtergefallen. Es ist ärgerlich. Überall liegen schon umgefallene und durch die Tische durchgefallene Gegenstände rum. Genau, was ich beschrieben habe. Hier habe ich damals noch ohne OC Decorator dekoriert. Das war ein Fehler, der mir nicht nochmal passieren wird. Hier werden wir jetzt zum Beispiel oder können wir jetzt dann sehr schön wirklich die Tische und alles mit Kleinzeugs dekorieren, weil das fehlt. Selbst in den Räumen, die ich schon schön möbliert habe, wie hier, fehlt einfach noch Kleinzeugs. Beziehungsweise ist das Kleinzeugs, ne? Ist mir zu gefährlich. Das fällt überall durch. Das können wir bald fest platzieren und dann kriegen wir hier viel bessere, schönere Sachen zusammen. Das ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Naja, hier ist eine Ameise. Ha, ich habe eigentlich den Mod, mit dem ich so Kreaturen platzieren kann, entfernt, weil sonst hätte OC Decorator bei mir irgendwie nicht funktioniert. Warum bist du hier? Du solltest nicht hier sein. Naja, jetzt haben wir hier eine unsterbliche, nicht mehr löschbare Hausameise. Ist ja auch nicht schlecht. Hier ist alles noch so kahl. Hier kann man noch so viel machen. Ah, das, ich freue mich wirklich drauf. Das wird ziemlich cool. Hier hinten haben wir den Energiekern der Vault, der in Wirklichkeit nicht mal angeschlossen ist. Wobei, bei dem Vault-Tec DLC funktioniert das ja tatsächlich über die Böden, ne? Aber ich glaube, der ist gar nicht notwendig eigentlich. Bin mir nicht sicher. Ist ein bisschen gefährlich, vielleicht so ein Nuklear-Superreaktor hier mitten. Na, die Absperrung, ob die im Falle eines Notfalls wirklich hilft. Bestimmt. Man muss nur fest genug daran glauben. Bleiben wir mal noch in dem Stockwerk, bevor wir höher gehen. Was haben wir denn hier noch? Ganz wichtig, was ich immer schon machen wollte und endlich mal machen muss, die Zimmer der einzelnen Bewohner können jetzt noch schöner dekoriert werden. Und, hey, Deacon! Hancock meine ich, du bist ja tatsächlich in deinem Zimmer, das ich für dich gemacht habe. Ist das nicht schön? Können viel schöner noch dekoriert werden und ich muss endlich Namensschilder anbringen, weil ich vergesse ständig, wer da wohnt. Hier zum Beispiel, ich glaube, das ist Kates Zimmer, aber ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Aber guck, ich weiß es nicht mehr. Es wird zu Kate passen, ne, habe ich mir gedacht, zu Krafttraining, für dicke Waffen und Farmbilder. So Farmlandschaften. Das alles ist für mich Kate. Krafttraining, Gewalt und Farmidylle. Das ist Kate, stimmt? Und keine Drogen. Ich habe extra aufgepasst. Alles drogenfrei hier. Ja gut, ein bisschen selbstgebrauten Schnaps. Na, wir sind hier immer noch in Fallout. Also man muss es ja nicht übertreiben. Aber kein Chat oder so Zeugs. Im Gegensatz zu Hancock. Du passt eh auf, ne? Nicht, dass du Kate hier versehentlich in Versuchung führst. Keine kalten Drogensüchte hier wieder entfachen bei ihr. Das hier dürfte Piper sein. Ja, genau, hier mit der Zeitschrift, mit der Zeitung und der Schreibmaschine, die auch bald hier festgeklebt wird. Da wird eben genauso Sachen nicht mehr passieren. Das ist Pipers Haus. Oh, die Bücher, ey. Was ist denn hier passiert? Aber wie gesagt, die Bücher werden auch mit OC Decorator schwierig ins Regal zu räumen. Nicht unmöglich, aber schwierig. Da muss man mit ganz viel Glitch-Tools arbeiten. Den Place Anywhere Mod. Das habe ich jetzt nicht versucht, ob ich jetzt vielleicht den Place Anywhere Mod zusammen mit Unlock Settlement Object und OCD wieder zum Laufen kriegen könnte. Das muss ich mal noch testen. Das wäre noch ein Mod, den ich sehr gut gebrauchen könnte. Der, wenn ihr euch erinnert, mit dem wir das Sanctuary House gebaut haben. Oh, das war nicht mein bestes Projekt, finde ich.
Ich war auch nicht wirklich motiviert, ehrlich gesagt. Am Anfang dachte ich mir noch, das ist bestimmt eine coole Idee, das Haus zu renovieren. Aber dann wurde es sehr schnell einfach nur ein bisschen nervig, oder? Für mich auf jeden Fall wurde es ein bisschen nervig. Naja, genau, hier haben wir Dingsys Haus natürlich. Ach, wie heißt er denn? Mir fallen die, ich bringe die ganzen Namen durcheinander. Nick Valentine. Ach, dammit, Hirn. Genau, das ist natürlich Valentines Büro. Der Privatdetektiv, der Walt. Nick Valentine ist schon so ein bisschen Udo von Deep Space Nine. Findet ihr nicht? Ich finde schon irgendwie. Hier haben wir natürlich immer noch ohne Lasermuskete, das geht gar nicht. Hier haben wir natürlich Mr. Minuteman höchstpersönlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ein Mod, der sehr gut mit OC Decorator einhergeht, vor allem, da wir wahrscheinlich die World lieber nicht verlassen sollten, ist der hier. Wie heißt der eigentlich? FM? Ich weiß nicht genau. Muss ich mal schauen, wie der heißt. Ich zeige euch die Mods gleich. Das ist eine gute Idee. Kommt immer wieder die Frage, welche Mods benutzt du? Ich habe jetzt viele deaktiviert. Die, die ich benutze, kann ich euch dann gleich zeigen. So, mit diesem Mod kann man nämlich alles, was wir wollen, einfach herstellen. Und das ist ziemlich gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich hätte gern, versuchen wir es gleich mal, ich hätte gern ein Musketengewehr für das Zimmer von mir fallen echt die Namen gerade nicht mehr ein. So lange ist es her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Dann müsste ich im Grunde nur hier mal durchgehen bis M. Wobei, die könnte, wie heißen die im Deutschen? Lasermuskete. Da haben wir sie. Dann stelle ich die jetzt her. So, dann haben wir jetzt eine Lasermuskete. Ohne Mods, ganz normal, kurz. Und jetzt gehe ich hier hin. Transfer. Weapons. Lasermuskete. Tada! Und genauso funktioniert das. Und eben auch mit dem OC Decorator. Ne? Ich kann hier auch zum Beispiel Tassen oder Töpfe oder alles, was es gibt. Das ist so praktisch. Das wird so schön hier, wirklich. Ich glaube, das wird so nice. Und wir werden die Walls so lange mit Kleinzeugs dekorieren, bis die PS5 abstürzt und wir auf die PS6 warten müssen. Das ist mein Ziel. Ich meine, vielleicht wird ja sogar Fallout 4 nochmal optimiert für die PlayStation 5. Ist es ja aktuell nicht. Wenn das passiert, dann könnte es sogar noch stabiler und noch besser laufen. Mal gucken. Hey, Cotsworth hat sogar schon ein Namensschild bekommen. Ist, glaube ich, der einzige, ne? Ja, da muss man sich auch noch was überlegen. Hier ist es ein bisschen leer drin. Und Dogmeat. Dogmeat hat natürlich das beste Zimmer. Dogmeat hat ein Haus im Haus voller Bälle und Kuscheldecken und Essen und einen Riesenkorb voller Fische und einen Teddybär. Der darf auch physikalisch bleiben. Das ist cool. Und natürlich auch ein Bild von der Katze und so. Dogmeat ist ein guter Hund. Good boy, Dogmeat. So, da hinten geht's jetzt zu den Läden, aber da schauen wir nachher hin. Oh, die Läden dekorieren. Uiuiui, da habe ich die Regale so schön eingeräumt, nur damit dann alles wieder rausfällt. Hier, guck mal, ich kann in meiner Vault sprinten. Das war selbst zu Zeiten, als die auf der PS4 noch funktioniert hat. Als ich die noch betreten konnte, war Sprinten quasi unmöglich. Ist sofort abgestürzt. Ah, herrlich. So, da gehen wir mal ins nächste Stockwerk und schauen uns hier mal noch um, was wir hier noch machen könnten. Hier, das dürfte Dingsys Zimmer sein. Sag mal, mir fallen echt die Namen gerade nicht mehr ein. Ich bin auch so aufgeregt. Strong, natürlich. Ich muss nur mal ganz kurz, ab und zu muss ich kurz den Controller weglegen, muss den Trick, den mir im Stream mal Pia Diddy erklärt hat, nutzen, dass man immer Daumen und Fingerspitzen von den beiden Händen abwechselnd so berührt, damit die beiden Gehirnhälften sich connecten und man sich besser konzentrieren kann, und schon fallen mir Sachen ein. Na gut, warte, ich versuch's gleich nochmal. Und wie heißt jetzt dieser Minuteman-Kerl, der die ganze Zeit neue Quests hat für einen, die ganze Zeit Settlements, die man retten muss? Der heißt Preston Garvey. Guckt, es funktioniert. Einfach mal kurz den Controller weglegen, einfach mal kurz wirklich nachdenken und diese kleine Fingerübung machen.
Also immer so Daumen auf Zeigefinger, Daumen auf Mittelfinger, Daumen auf Ringfinger, Daumen auf Kleinfinger und wieder zurück. Mit beiden Händen parallel. Und zack, kommen die Sachen wieder. Ah, hier haben wir Old Man Johnson. Ich mache das jetzt nicht bei jedem, wo mir der Name nicht einfällt. Aber ihr wisst schon, wen ich meine. Und das hier. Ah, das ist unser Sohn. Der wahrscheinlich ein Synth ist. Oder auch nicht. Doch, der ist ein Synth. Natürlich ist der ein Synth. Bin ich blöd? Ich meine, man weiß es ja nicht. Es gibt ja viele Theorien, wer in Wirklichkeit irgendwie ist und wie viel Zeit wirklich vergangen ist seit dem letzten Auftauen und so weiter. Da gibt es ja viele verschiedene Theorien. Aber offiziell ist es unser Synth-Sohn. Aber es ist auch egal. Ja, für ihn ist es alles Realität und für uns dann dadurch auch, wenn wir wollen. Hier haben wir das Krankenhaus, hier können wir auch so viel noch mit Kleinzeug dekorieren. Es war wirklich, finde ich, nicht die beste Idee, dass man hier einfach durchs Fenster auf die Krankenstation schauen kann. Hier passieren vielleicht auch unschöne Sachen, Privatsphäre und so. Vielleicht lassen wir uns da noch was einfallen. Hier habe ich sogar extra ein Fenster zugemacht, ne, damit man nicht hier in die Untersuchungsstation wenigstens gucken kann. Aber ich denke, auch die Kranken sollten hier vielleicht ein bisschen Privatsphäre haben und nicht alle irgendwie einfach so, naja, mal gucken. Sean! Heißt unser Kind nicht Sean? Ich glaube schon. Ach, ich hab... Hä? Jetzt bin ich... Was? Moment, was ist denn dann das? Ach so, das ist gar kein Zimmer. Das ist Außenbereich. Okay, alles klar. Das fand ich auch ganz nett, oder? Ich habe versucht, hier so ein bisschen die Stimmung einer Stadt einzufangen. Wenn man hier rausguckt, soll man das Gefühl haben, da draußen ist Stadt. Da draußen ist Leben noch. Dass man sich nicht so eingesperrt in den riesigen Klotz unter der Erde fühlt. Hier haben wir noch ein leeres Zimmer. Ah ja, das wird offensichtlich mal noch hier das Zimmer des neuen Nuka-Cola-Begleiters. Wir haben fliegende Ameisen, Ladies and Gentlemen. Aufzug ohne Knöpfe. Wo sind die Knöpfe? Irgendwo müssten die Knöpfe sein, aber naja. Ah ja, guck, die Spielhalle. Ich habe das Savegame hier mal geladen, als gerade der Mod, also beziehungsweise das, nicht der Mod, sondern das ist dieses, wie heißt das gleich nochmal, wo Bethesda Mods verkauft? Da, das hatte ich noch nicht installiert. Hab's aber zu spät überrissen. Aber ist egal. Die Automaten hier, nicht Verkaufsautomaten, sondern die Arcade-Automaten, die platzieren wir hier einfach wieder neu und dann haben wir hier wieder eine schöne Arcade mit funktionierenden Spielen und so. Das wird cool. Auch hier können wir jetzt mit OC Decorator die Kugeln und einen Kö und sowas einfach hier platzieren. Hier auch Köse an die Wand. Sehr gut. Oder Siedler? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Klar. Ich wollte gar nicht keine Sachen tauschen. Das ist eine Lüge. Warum sind hier eigentlich immer überall die Türen offen? Man kann doch theoretisch die Türen schließen. Tada! Das Blöde an diesen Settlements ist halt, dass das Spiel hier nicht smart streamen kann. Also, ne, ich hatte so Fehler, so Konflikte mit Mods, die habe ich jetzt nicht mehr. Da konnte ich durch Wände durchschauen in meiner Vault hier. Und habe sehr deutlich, konnte man da sehr schön sehen, dass halt die komplette Vault, alles was ich hier selber gebaut habe, permanent geladen bleibt. Anscheinend kann das Spiel das nicht, wie es eigentlich ist, dass nur das, was man sieht, gerade geladen ist. Sondern es ist alles, was ich gebaut habe, permanent geladen. Das ist einfach ein Problem der Engine und das erklärt auch, warum das Baulimit eigentlich von Haus aus so begrenzt ist. Weil halt, ne, hier funktioniert dieser clevere Open-World-Videospiel-Trick nicht, dass nur das, was man sieht, tatsächlich geladen ist. Deswegen ist halt immer sehr viel geladen. Aber wie gesagt, da werden wir die PS5 mal an ihre Leistungsgrenze schaffen. Auf jeden Fall. Na gut, gehen wir mal in die nächste Etage. Das hier war Schule und Kindergarten in einem. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Hier sitzen die Schüler, Alter, weiß ich nicht, 6 bis 26 und lernen Zeugs hier an dieser wunderschönen Tafel. Vielleicht finden wir da noch ein schönes Objekt, das wir da hinhängen können. Währenddessen spielen hier die Kinder, die Kleinen.
Gleichzeitig schlafen die kleinen Kinder dann hier, während hier Unterricht ist und über dem Projektor irgendwas lautes. Es ist, na, aber wir müssen halt in der Welt alle ein bisschen, ne? Ist halt, muss man halt sich gut überlegen. Vielleicht ist einfach vormittags Kinderbetreuung und nachmittags Schule. So, was zur Hölle? Ah, das ist Walt auf Sia Ramsis Zimmer. Ja, ich kann mich erinnern. Radium Ramsi. Ich hab's ganz vergessen. Ganz genau. Radium Ramsi. Haben wir den Tisch so schön dekoriert? Ich glaube schon. Ich hatte das schon ganz vergessen. Oh, guckt, hier ist zum Beispiel anscheinend ein Tisch, den es jetzt nicht mehr gibt, weil ich eben ein paar Mods wegen Konflikten rauswerfen musste. Aber das ist unser Bett. Da müssen wir noch mal ein bisschen feintunen. Aber hier hat unser Vault-Aufseher Ramsi sein eigenes Zimmer bekommen. Mit seiner eigenen legendären Waffe. Die gibt es ja schon. Die gibt es ja schon lange. Vor laut Urzeiten damals, vor 4 Jahren oder so. Und das dürfte dann, wenn mich nicht alles täuscht, Zakoraks Zimmer sein. Die beiden langjährigsten und größten Unterstützer des Kanals. Nice, da hat man schon mal sein eigenes Zimmer in der Vault verdient. Und hier sind die Toiletten. Hat die Ameise gerade gepiepst wie so ein Roboter? Und hier ist der Friseur. Kann man sich 4 Frisuren aussuchen. Entweder so, so, so oder so. Ich glaube, ich würde mich für das hier entscheiden. Also nicht wegen den Haaren, eher wegen dem Bart. Anders geht's nicht. Spiegel gibt's nicht. Vielleicht dann in Fallout 5 können wir vielleicht Spiegel machen. Ah ja, Sauna. Hier wollte ich mal noch Handtücher reinlegen. Ah, so viel zu tun, ey. Ich muss mich echt entscheiden jetzt. Das kann nicht wieder so sein wie beim letzten Mal, dass ich wieder 100 Baustellen habe und ich mache nichts. Ich muss mir jetzt ein Projekt suchen. Jetzt wird wirklich Raum für Raum fertig gemacht. Mehr oder weniger zumindest. Das ist zumindest die Idee. Raum für Raum zumindest so mehr oder weniger fertig machen. Hier sind, glaube ich, die Gefängniszellen. Ich meine, auch in der Vault muss vielleicht mal jemand, der über die Stränge schlägt, ein bisschen von der Gesellschaft isoliert werden und resozialisiert. Kann man nichts machen. Auch hier in unserem Vaultopia, das wir hier errichten, kann es vorkommen. So, gehen wir mal noch in die nächste Etage. Gucken wir mal, verschaffen wir uns hier mal noch einen Überblick. Ah ja, hier ist unser Lagerraum. Der gefällt mir echt ganz gut, weil alles so chaotisch eingeräumt ist. So gehört sich das. Nur die Regale müssen wir echt noch vollräumen. Hier sind Sachen verschwunden, ne? Hier lag ziemlich sicher Zeugs. Naja, kriegen wir alles wieder hin. So, das hier ist wahrscheinlich unser Labor. Ah, genau, hier ist unsere experimentelle Waffenwerkstatt. Mit dem Waffenmod-Glitch. Das ist echt ein cooler Glitch. Habe ich ein paar ziemlich verrückte Waffen gemacht, wie den Todeskrallen-Boxhandschuh. Der Todesboxhandschuh. Und die vollautomatische 9mm-Pistole. Und einfach nur ein Flammentank. Und das Elektrobrett. könnte man mal testen, ob die PS5 den überlebt. Den Gamecracker. Ein vollautomatischer Mini-Nuke-Werfer. Mit einer echt hohen Schussfrequenz. Oder war das die Schrotflinte? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein paar Mini-Nuke, irre Mini-Nuke. Ich könnte auch sagen, dass das eine vollautomatische Schrotflinte ist, die Mini-Nuke schießt. Ich weiß es nicht. Der Walter. Der ist ein bisschen kaputt, der Walter. Sieht zumindest so aus. Naja, genau. Ein paar experimentelle Waffen. Auch sehr interessant. Die Klingonenklinge. Buttlet. Es sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein selber zusammengeschustertes Buttlet. Da ist mir wahrscheinlich der Name nicht eingefallen. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, ob Buttlet stimmt. Aber ja, genau. Das ist unsere experimentelle Werkstatt. Und hier das Vault-Aufseher-Büro, also das von uns, unserer Figur hier, von der Annelie. Wir sind in einem Vault. Wow. So verdammt hungrig. Ich hole mir vielleicht noch was zu trinken.
Mit eigenem Schlafzimmer und eigenem Badezimmer. Das ist eigentlich schon ziemlich dekadent. Hiermit erkläre ich, dass das Badezimmer für alle geöffnet ist. Also wenn irgendwie beim öffentlichen Klo kein Platz ist, alles besetzt ist, könnt ihr jederzeit hier reinkommen und hier aufs Klo gehen. Ne? So, ich brauche echt kein eigenes Klo hier. Wo kommen wir denn da hin? Aber bitte nicht in meinem Bett schlafen, das finde ich eklig. Hier, das erkläre ich so zum semi-öffentlichen Raum alles, das passt schon. Ich meine, da hinten ist mein Büro, ich muss hier arbeiten, also nehmt ein bisschen Rücksicht, aber das gehört uns allen. Nur mein Schlafzimmer, das würde ich echt gern für mich behalten. So, da machen wir zu. Aber alles andere ist öffentlich. So, dann haben wir hier die Bar. Nice, da müssen wir auch noch ein bisschen dekorieren. Aber ansonsten ganz nettes Ambiente. Schade, dass hier... Na, wenn hier die Lichtengine mal noch upgradet werden würde. Das Hausmeisterkämmerchen. Wir haben niemanden Hausmeister. Naja, Kammer steht schon bereit. Die Gärten. Warum nicht? Indoor-Gärten kann man immer brauchen. So, dann haben wir hier noch die Fitness-Arena. Das Trainingsstudio. Für Sport. Die Dinger sind die besten. Never. Ich meine, alle Trainingsgeräte sind so Sachen, da kann sich auch ohne Vorarbeit, ohne Übung unser Charakter einfach draufsetzen und die benutzen. Ist okay, ist plausibel, aber das hier ist albern. Und zwar so albern, dass ich es super finde. Ich meine, what the fuck? Was sind das? Was für Moves? Warum? Warum können wir das? Das ist schon mehr als crazy. Naja, sodala, das sind dann hier die Etagen des Atriums. Allein hier haben wir schon wirklich viel zu tun, Mensch. Boah, Raum für Raum hier einräumen, das ist nicht ohne. Na gut, gehen wir mal da runter. Ich glaube, in der Arbeitskolonie, ja, das ist der düstere Part unserer Vault, aber so Raider... Angreifer, ne, Leute, die uns hier bedrohen und attackieren wollen. Oh, oh. Nein! Es ist passiert. Mist! Ich hab mir schon gedacht, das wird leider immer wieder auch hier passieren. Auch auf der PlayStation 5 sind wir nicht vor Abstürzen gefeilt. Schade, schade, nicht wahr? Aber da kann man wohl nichts machen. Damit müssen wir leben. Ich hoffe... Es ist, also mir ist schon aufgefallen, diese Türen zum Arbeitslager, wo gefangene Raider und so weiter irgendwie in den Uranminen schuften müssen. Wenn ich da die Türen öffne, dann hat das Spiel schon immer geleckt. Auf der PS5 auch, ganz komisch. Naja. Schauen wir mal, dass wir das nochmal laden können. Es ist wirklich problematisch. Ich kann auch nicht jeden Save, den ich mache, laden, ohne dass das Spiel abstürzt. Insofern, ja. Das wird auch auf der PS5 alles ein bisschen knifflig und nicht so leicht. Gehen wir vielleicht dies heute mal nicht in die Uranminen. Es gibt eh nicht viel zu sehen. Ein schönes kleines Gefängnis ist da unten eingerichtet. Und ein paar Gerüste, damit man an die Uranadern kommt. Aber sonst gibt es da eh nicht viel. Ach, mit den viel kürzeren Ladezeiten ist das aber schon auch viel angenehmer, ne? Ein Absturz ist jetzt halt nur noch ungefähr... Also, ich weiß, ich müsste es mal vergleichen, aber ich glaube wirklich, dass früher, wenn das Spiel abgestürzt ist, wir wirklich ungelogen 10-mal so lange gebraucht haben, bis wir wieder im Spiel waren. Das allein ist schon ziemlich gut. Dann gehen wir stattdessen mal hier runter zu den Einkaufsläden. Hier diese endlosen Vault-Gänge einfach... Die würde ich auch gern ein bisschen ausschmücken und dekorieren. Ich weiß noch nicht mit was und wie, aber ja.
So, guckt euch an, was hier für ein Chaos verursacht wurde. Genau deswegen ist der OC Decorator Mod so wichtig. Ich habe die Regale mal schön eingeräumt, damals vor langer Zeit. Und guckt euch das jetzt mal an hier. Unverschämtheit. Hier passt es noch einigermaßen, aber ja. Und hier diese ganzen Händler, die hier... wisst ihr, die Idee war, weil hier ist ein zweiter Eingang in die Vault. Ist ja auch alles schön und gut und cool. Und hier sollten die Händler ihre Brahmen anbinden können. Ne? Ist ja alles schön und gut, aber what the fuck? So viele gleichzeitig. Wie kommen die Brahmen überhaupt hier in die Kanalisation? Und dann, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Der Waffelhändler. Der Klamottenhändler. Der Random Stuff Händler und der Rüstungshändler. Sehr gut. Bleiben wir mal noch in der Vault, aber ich glaube, wenn ich jetzt da lang gehe, dann kommt einfach nur endlose Gänge. Die sind teilweise auch total verwirbelt, zwirbel, wurbel, burbelt gebaut. Und diese Maulwurfsrattenleichen werden sich nie auflösen. Weil einfach die natürlichen Höhlen, durch die ich diese Vault gebaut habe, so verwurbelt, zwirbelt waren. Und genau so sind im Grunde diese Gänge geworden. Das ist wirklich alles einfach nur crazy durcheinander. Wenn man dem Gang hier folgt, der ist noch gar nicht fertig. Da kommt man jetzt gleich in einen Bereich, wo sogar das Dach und alles noch fehlt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier ist auch noch eine Öffnung. Da kann man noch ein bisschen was machen. Genau, hier ist auch noch was zu tun. Da könnte man fast ein zweites kleines Atrium noch reinbauen, ne? Irgendeinen größeren Raum auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte sogar schon Pläne dafür. Ich habe sie nur vergessen. Und hier kommt man wieder zurück in den Hauptraum, da wo der Reaktor steht. Hey! Was? Noch nicht. Warte erstmal hier. Gut. Longfellow. Der alte Longfellow, genau. Hier ist auch noch viel zu tun. Hier geht's hoch wieder in unser altes Atrium, in unsere alte Vault. Wo es da lang geht. Ah, da geht's zum Badesee. Stimmt. Hier geht's zur Wasseraufbereitungsanlage / Badesee. Ist das nicht gemütlich hier? Ach, herrlich. Hier der kleine, schöne Strandbereich. Kann man gemütlich im nicht mal radioaktiven Wasser baden. Es ist perfekt. Es ist wirklich nicht radioaktiv. Ja, ein bisschen leid. Aber was ist heutzutage nicht ein bisschen radioaktiv? Also, bitte. Stellt euch mal nicht so an. Gemütlich ist es hier. Stimmt, manche wollen gar nicht mehr gehen. Manche wollen gar nicht mehr gehen hier in unserer Waltopia, in unserem Waltopia-Strand. Der vielleicht schönste Strand im Ödland. Mit künstlichen Sternenhimmel inklusive. So, da versuchen wir mal ganz kurz. Warum steht hier eigentlich ein Generator? Habe ich... Ah, damit hier der Tunnel beleuchtet wird einfach. Okay. Aha, jetzt versuchen wir nochmal die Tür hier zu öffnen. Ja, aber guckt, habt ihr es gemerkt? Da ruckelt das ganze Spiel. Die Türen bleiben offen ab jetzt. Ich habe hier extra so Sicherheitstüren eingebaut. So doppelte Sicherheitstüren, die man nur von außen öffnen kann. Aber das mag das Spiel nicht so gerne. Nee, stimmt nicht, von hier kann man die auch öffnen. Deswegen ist alles genau auch ziemlich komplex verkabelt, weil hier eben über dieses Sicherheitsgebäude, über diese Sicherheitszentrale hier und von innen nur die Türen geöffnet werden können. Und das lange Kabel und so, das verträgt er anscheinend nicht so gut. Na genau, hier sind die Minen. Ne? Nichts Aufwendiges, ein paar Gerüste. Und hier unten, zum Glück nicht in Benutzung. Zum Glück gab es keine bösartigen Raider-Angriffe. Oder es hat niemand überlebt, das ist auch möglich, da bin ich mir nicht sicher. Aber hier haben wir vorgesorgt. Sollte es mal zu Angriffen kommen, dann kommen die Uranmine. Ich weiß nicht mal, für was wir Uran brauchen, weil eigentlich haben wir, glaube ich, Fusionsreaktoren und so. Aber ja, macht ja nichts. Kann man immer brauchen. Einfach nur, damit die ihre Lektion lernen.
Das Orange schmeißen wir dann weg. Das schmeißen wir hier in unser radioaktives Wasser. Da fällt es nicht auf. Und das geht gar nicht. So, jetzt laufe ich hier nochmal zurück schnell. Dann schauen wir uns nochmal den Vorhof an. Weil in meiner Narrative, die ich mir so zusammengebaut habe, haben sich ja schon ein paar Bewerber, potenzielle Siedler, Schutzsuchende, die in die Vault wollen, quasi vor der Vault niedergelassen. Und es ist um die Vault herum so ein unterirdischer Außenbereich entstanden. Ich meine, ich würde gern alle aufnehmen, aber wir haben erstens nur begrenzt Platz und zweitens ist die Vault noch mitten im Bau. Das geht nicht. Ich meine, eventuell muss jeder NPC hier sein Zimmer mit irgendeinem anderen teilen mal in Zukunft, damit wir hier so viele Leute wie möglich unterkriegen. Aber auf Dauer geht das auch nicht gut. Das schürt nur Konflikte und so. Das ist vielleicht auch eine blöde Idee. So, hier oben haben wir noch eine gemütliche Galerie. Hey, zumindest ist das ehrliche Arbeit. Na, wenn die Vault fertig ist, können wir unsere Vault-Ressourcen nutzen. Oh mein Gott, Händler! Oh, um hier den Außenbereich noch ein bisschen zu versorgen. Ah ja, stimmt, dafür sind die Badewannen da. Das war ja die Idee, dass wir Hilfsgüter immer wieder aus der Vault rausbringen, hier in die Badewanne füllen, damit die Leute sich das einfach holen können. Muss ich mal anfüllen mit nützlichen Sachen, Medikamenten, Nahrung und so. Genau, und hier stehen schon die ersten Hütten. Ich meine, es ist nicht luxuriös und so, aber zumindest hier an der unzivilisierten Ostküste hat man zumindest noch ein bisschen Schutz, elektrischen Strom und wie gesagt, wir tun, was wir können, um die hier in der Kanalisation, sage ich schon, im eingestürzten U-Bahn-Schacht lebende Bevölkerung mitzuversorgen, so gut es geht. Aber ja, genau, hier haben sich ein paar Leute niedergelassen, angesiedelt. Ehrlich gesagt ist der Lebensstandard in der Vault aktuell zumindest nicht sehr viel höher als hier draußen. Aber gut. Ich wollte schon lang mal testen. Da muss ich jetzt mal schnell gucken. Ob, weil eventuell hätte ich sogar, ich weiß nicht, warum ich da nicht dran gedacht habe, eventuell hätte ich sogar auf der PlayStation 4 die Vault über diesen Eingang schon betreten können, weil hier vielleicht nicht so viel auf einmal laden muss, gerade die NPCs nicht. Ich will das mal testen, ob wir über den Weg wieder... Na, hier sind ein paar viele Supermutanten. Aber schauen wir mal, ob er das hier jetzt ohne Probleme laden kann. Ich meine, das heißt nicht viel, weil ich kann ja die Vault sogar über den Haupteingang ab und zu betreten. Auf der PlayStation 5 nicht immer. Aber... vielleicht sollte ich mir das merken, dass man zur Not auch über den Hintereingang vielleicht die Vault sogar besser betreten kann als über den Haupteingang, falls ich mal aus irgendeinem Grund raus muss und es dauernd abstürzt oder so. Das ist die Hymne unserer Vault. Es könnte sein, dass das echt ganz gut funktioniert, ne? Wäre vielleicht eine Überlegung wert, das zum Haupteintrittspunkt zu machen. Oh. Okay, ich habe hier eine Statue hingestellt. Gruselig. Ziemlich unheimlich hier. Meine Güte. Nebel, komisches Feuer, Statuen. Gehen wir lieber wieder zurück in unsere einigermaßen zivilisierte Vault. Ah, ich hänge an der Treppe und kann nicht mehr springen. Warum kann ich eigentlich nicht mehr springen? Irgendwas stimmt nicht. Unsichtbare Wand oder so. Komisch. Naja, hier haben wir auch ganz viel zusammengeglitscht und zusammengeschustert, damit hier ein einigermaßen sinnvoller Eingang in unsere Vault entsteht. Ganz viel. Aber das ist ja gerade irgendwie, finde ich, das Schöne, weil der Editor ist zwar einfach echt eine Katastrophe teilweise und man muss hier so viel rumglitschen und so viel rumtricksen, damit hier
der Vault-Eingang schön in die Vault übergeht, ohne große Löcher und ohne, dass es blöd aussieht. Aber das hat dann sogar, passt sogar wieder zum Fallout-Stil, ne? Zu diesem postapokalyptisch zusammengeschusterten. Und das macht es eigentlich fast schon wieder cool. So, hier ist alles ein Riesenlabyrinth. Bin ich einmal im Kreis gelaufen? Ja, es ist, wie gesagt, es ist alles ein Labyrinth hier. Ich habe hier halt so gut wie möglich irgendwie versucht, das zusammenzuschustern. Ja, okay. Das war's eigentlich. Wir haben jetzt so ziemlich alles gesehen, ne? Das war einmal der Rundgang durch die Vault. Es gibt viel zu tun. Schon allein im Atrium habe ich ganz viel vor. Gerade mit OC Decorator werden wir uns jetzt da Raum für Raum vornehmen und wirklich schön machen. Ja, das wird cool, glaube ich. Ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, wir fangen erst nächste Woche wirklich jetzt damit an, weil der Aufwand, die Zeit dieser Woche floss jetzt im Grunde in die Mod-Reihenfolge und dass das Spiel gut läuft und dass die Mods funktionieren. Ich werde jetzt noch versuchen, dass ich zusätzlich zu Unlock Settlement Objects und OC Decorator auch noch Place Anywhere zum Laufen kriege. Wenn die drei Mods mit all ihren Add-ons parallel funktionieren, bin ich schon glücklich. Das werde ich jetzt noch versuchen. Und dann kriegen mit der Zeit mal alle NPCs hier ihre eigenen Zimmer und die Kantine wird schöner gemacht und so Sachen auf jeden Fall. Würde ich sagen, jetzt zeige ich euch noch schnell die Modliste, wie angekündigt, wie versprochen, damit ihr seht, was ich jetzt aktuell aktiviert habe. Viel ist es nicht, ich habe viel rausgeworfen, damit das Spiel so stabil und sicher wie möglich läuft und damit die anderen Sachen auch wirklich funktionieren. Das ist nämlich gar nicht so leicht, die Mods wirklich alle parallel, simultan zum Laufen zu kriegen, weil viele mögen sich nicht. Ja, lad doch mal schneller! Ich bin müde. Gute Nacht. Also Simple Green, aber das beeinflusst die Mod ja nicht. Das ist nur, dass es draußen ein bisschen schöner und baumiger ist. Dann habe ich hier eben Unlock Settlement Object Base Component. Die braucht man immer erstmal. OC Decorator mit DLC-Paket. Hier habe ich eben ganz viel deaktiviert. Und hier kommen jetzt im Grunde, na gut, Workbench Anywhere haben wir hier noch. Aber das meiste andere sind jetzt hier Komponenten für Unlock Settlement Object, die aktuell jetzt noch aktiviert sind. Damit möglichst viele Unlock Settlement Object Teile wirklich parallel laufen. Scrap That Settlement habe ich alles komplett deaktiviert. Das hat nur Probleme gegeben, leider. Hier haben wir den Freemaker, damit ich eben alle möglichen Objekte an Werkbänken herstellen kann. Und jetzt versuche ich mal, dass ich Place Anywhere, da, wo ich das hinschieben muss, damit das parallel mit den anderen funktioniert, weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt mal noch rausfinden. Ich mache jetzt mal hier noch ein Safe Game vorsichtshalber, dann haben wir einfach mehrere Safe Games, die parallel hoffentlich dann funktionieren. Ich habe ganz viele Safe Games gelöscht, weil ich hatte auf der PS5 auch das Problem, dass mich das Spiel nicht mehr hat speichern lassen, weil ich schon zu viele Safe Games habe. Jetzt habe ich ganz viele aussortiert, ganz viele alte sind jetzt weg. Jetzt funktioniert es wieder. So, da, jetzt aber Schluss. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen um die Mods kümmern und dann können wir nächste Woche richtig loslegen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.